Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Dieses Format nennt sich ungeantwortet, genau, ungeantwortet. Jetzt hätte ich schon fast wieder vergessen. Darum geht's, jeden Tag eine Videoantwort angelehnt an die Ungeschlagen-Challenge von Ungespiel zu machen. Das bedeutet, er hat jetzt ja die Draker-Challenge gemacht. Ich mache die Draker-Challenge nach und werde sie ihn dann als Videoantwort posten. Oh yeah! Ach nee, was ist das hier schon wieder für eine Insel? Ach nee, wieso? Wieso? Erstmal den Tracker hier wegwerfen. Ich verstehe sowas nicht. Warum gibt es überhaupt solche Inseln? Das ist schlimm, so solche Maps. Ey. Hier sind 24 Spieler auf einem Fleck. Das kann nicht gut gehen. Das kann einfach nicht gut gehen. Zum Glück sind wir Vampir. Da wo schnell mal wieder Leben aufgefüllt werden können. Aber trotzdem muss ich sagen, schlimm, schlimm. So, dann noch Schuhe. Und ein Brot. Ein Brot. Ein Brötchen. Ja. Leute, wie gesagt, ihr wisst ja, beziehungsweise Simon, wir kennen uns ja so ein bisschen. Und wenn du Lust hast und du das hier siehst, dann kannst du ja gern mal kommentieren und mir schreiben, wie du das so findest, wenn ich so eine ungeantwortete Serie starten würde und dann eben jeden Tag eine Videoantwort machen würde. Ja, würde mich echt freuen, wenn du da dein Feedback da lassen würdest. Ja, ich hau hier mal ab, weil hier sind einfach für mich zu viele Spieler. Okay, Schutzzeit ist zu Ende. Alter. Was ist hier los? Okay, der ist down. Okay, er ist auch down. Okay, ich glaube bei dieser Map hier, zack, 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 braucht man eigentlich kaum Tracker, weil einfach hier überall in Reichweite die Gegner sind. Ich habe jetzt irgendwie hier nicht vor zu gewinnen oder so, weil die Map einfach scheiße ist. Also ich traue mich hier nicht mal eine Kiste zu öffnen, weil ich eben kein Tracker im Inventar habe und nicht mal wüsste, von welcher Seite jetzt wer kommt. Das ist Hardcore. Das ist Hardcore, Leute. Und jetzt verzaube ich auch noch mein Dia-Schwert. Alter, was ist das hier für eine Runde mit einer richtig komischen Map? Okay, den haben wir auch. Alter. Das ist eine richtig komische Runde auf jeden Fall. Schnell hinten gucken. Okay, den haben wir. Alter, ich habe Angst. Ich weiß nicht, auf wen ich schießen hier soll. Okay, den haben wir auch. Den treffe ich jetzt irgendwie komischerweise nicht. Den haben wir auch. Alter. Du musst irgendwann wieder auftauchen. Außer du bist eine Wasserklasse. Und dann werde ich dich wieder treffen. Er ist so weit weg. Ich weiß nicht, warum kann ich... Oh, okay, jetzt habe ich ihn. Und jetzt wurde ich aber auch noch mit ihm getauscht. Okay, den haben wir auch. Es leben nur noch 4 Spieler. Das sind jetzt nicht arg viele, muss ich sagen. Wundert mich für diese Runde hier. So, zack, zack und zack. 3 Spieler leben noch. Ey, das ist so eine chaotische Runde. Die kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Könnt ihr die ernst nehmen? So, den haben wir auch. Alter, jetzt leben nur noch 2. Okay. Das bin dann wohl ich und der andere. Ja, natürlich, wer denn sonst? Eine Hose. Ja, okay. Komm her. Okay, den haben wir auch. GG, Alter. Was war das hier für eine Runde? Was war das für eine Runde? Auf so einer Mini-Insel?
Natürlich ist es so, da hätte man jetzt den Kompass nicht unbedingt gebraucht, weil alle Gegner fast in Sichtweite waren. Aber das Schlimme war ja, dass man eigentlich irgendwie doch unbedingt den Kompass gebraucht hätte, weil einfach so viele auf einem Ort waren. Und wenn du jetzt nicht weißt, ist jetzt einer 5 Blöcke neben dir und du schlägst gerade jemanden und du hättest den jetzt so im Inventar zum Beispiel und jetzt sagen wir mal, der Nil-Sinator ist jetzt ein Gegner und ich bin daneben und ich schlag da gerade jemanden, würde ich sehen, ah scheiße, hier ist jemand, könnte mich schnell umdrehen und ihn töten. Aber wie gesagt, Leute, das war eine kurze, richtig kurze, knackige Runde. Simon, wie gesagt, wenn du das. Ups, direkt gegen mein Mikrofon geschlagen. Wie gesagt, wenn du das Video hier dir angeguckt hast, dir angucken willst oder was auch immer, dann würde es mich trotzdem freuen, wenn du einen Kommi hinterlassen würdest und mir einfach schreiben würdest, was du von dieser Idee hältst. Und an meine Leute, ihr könnt mir auch schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Und ich würde sagen, das war's. Lasst ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später bei Last Team Standing und dann morgen vielleicht schon bei der neuen ungeantwortet Serie. Genau, also haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.